Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blaze Black im Zeichen der Nuzlocke Challenge. So. Tja, wir sind hier immer noch im Kühlschrank gefangen irgendwie. Hoffen wir, dass wir hier noch einen Weg rausfinden. Oder, nein, nicht raus, sondern zum... Wie heißt der komische Macker noch, den wir gesucht haben? Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Komischer Kackspaten, ich finde ihn nicht und finde ihn nicht. Und dann auf einmal fällt mir ein, hey, gucken wir nochmal unten nach. Hey, gucken wir mal in dem Haus nach. Hey, hier ist ja doch der richtige Weg, verdammt. Oh, ein Gearock. Nice. Maggie sollte da eigentlich gute Chancen gegen haben. Mit einem Dick. Das Vieh kann Explosion, das finde ich böse. Oh, fast ein One-Hit. Dein Ernst? Das bisschen. Dann machen wir bitte Raub. Vielleicht können wir ihm was klauen. Das wäre cool. Ach, nee, doch nicht. Schade. Aber Level 40 für Maggie. Full Play, okay. Stärke 95. Users turn the target's power against it. The higher the target's attack stats, the greater damage. Crunchshot 80. Kann die Verteidigung senken. Ich glaube, ich mache Raub weg. So. Lieber mehr Auswahl haben, würde ich sagen, ne? Auch nicht schlecht. Gurdur. Bleiben wir mal mit Pauli. Gehen wir mit Pauli rein. Mich würde mal interessieren, Leute. Ach du Scheiße. Yay, nichts wie weg hier. Fly. Puff. Und tschüss, one hit. Das hätte unser Pokémon werden können. Was uns hier draufgegangen ist. Mich würde mal interessieren, Leute, wie steht ihr eigentlich zum Zahnarzt? Wie geht ihr regen... Oh, wie cool! Oh, das muss ich mir schnell ausschreiben. 35. Vorausgegangen, Krokodil. Girafarik. Krokodil. Krokorok. Entwickelt sich zu, keine Ahnung. Ja, Hauptsache ich habe das da stehen. 2, 4, 5, alles bleibt normal. Okay, oh, wie cool. Damit hatte ich jetzt ja gar nicht gerechnet. 2,36 kann ich mir aufschreiben, dann weiß ich in etwa... Ach, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Hm. Krass. Krokodil, okay. Moment. Krokodil. Aha, Krokodil. Toller Name. Ich muss nämlich, ich habe nämlich einen Zahn entfernt bekommen. Dadurch, dass ich in meiner Kindheit halt sehr häufig nicht die Zähne geputzt habe, sind meine Zähne früher schnell kaputt gegangen. Mein Backenzahn, so. Rasorklar. Moment. Das habe ich doch schon mal eingesammelt. An item to be held by a Pokémon. It is a sharply hooked claw that ups the holder critical hit rate. Geben. Wen geben wir das denn? Babe hat noch kein Item. Was hast du? Ja, tausch mal aus. Ach, das Item ist ja sowieso hier nicht für ihn, sondern für Babe. Was soll denn das? Damit habe ich Feuerattacken stärker. Ich muss nämlich jetzt da ein Implantat reinkriegen wahrscheinlich. Und das ist ja scheiße teuer. Und ich bin nicht glücklich darüber. Ich wie ist das bei euch? Geht ihr gerne zum Zahnarzt? Habt ihr Angst vorm Zahnarzt? Lasst ihr euch gerne mal in den Zähnen rumbohren? Oder hasst ihr ihn abgrundtief? Putzt ihr euch jeden Tag die Zähne? Benutzt ihr auch Zahnseide? Ja, ich weiß, das sind alles total komische Fragen, aber das interessiert mich halt mal so. So, das ist ein Stahl-Pokémon, ne? Stahl-Psycho. Das heißt, wir sollten eigentlich gar nicht so eine schlechte Chance dagegen haben. Crunch? Jo, das war gut. Crunch ist geil. Hat ein großes Teil. Bats, friss es auf. Rafft. Ach ja, da habe ich mir ja Vollnarkose verpassen lassen. Metang. Metang, das ist auch wieder so ein Stahl-Pokémon. Da will ich aber jetzt nicht mit ihm drin bleiben. Gehen wir lieber zu Babe auf Nummer sicher. Da habe ich gleich gesagt von Anfang an, ich will lieber Vollnarkose haben, weil ich habe panische Angst vom Zahnarzt. Und bevor die mir dann Zahn rausziehen, während ich da wach liege
und das über mich ergehen lassen soll. Habe ich gesagt, nee Leute, kommt, schläfert mich ein, egal wie teuer. Es hat 200 Euro gekostet, nur fürs Einschlafen. Also nur für so ein bisschen intravenöses Drogenkram in den Kopf ballern lassen. Und das war eine Operation von einer Stunde maximal. Mit Zunähen und allem drum und dran wieder, ne? Ich dachte, das ist verbuggt. Ich bin ja hinter der Mauer. Ja, ein teurer Spaß. Kann man sagen, was man will. Hyper Potion, yay. Ich würde es auch nicht nochmal machen. Weil ich jetzt auch darauf achten würde, dass ich regelmäßig zum Zahnarzt gehe und das nachprüfen lasse. Und vor allem, dass ich Implantate brauche. Was willst du jetzt? Leck mich, du willst nicht kämpfen. Ist someone in there? Pff, yes. Keine Ahnung, ob da jemand drin ist. Wollen wir mal reingehen? Ja, gehen wir mal rein. Ach, Team Spacko, Facko. Sind so lean. All of you huddle around me, I can take this cold. Hey, whatever, verpisst euch. Kommt haut ab. Geh weg da. Muss ich jetzt gegen alle antreten? Aber alleine, ne? Gut, ach, ein Slimer, wie süß. Kein Problem für ein King, kein Ding für ein King. Was machen wir dagegen? Physische oder spezielle Wall ist jetzt die Frage. Ich nehme lieber was, was auch meinem Typ entspricht, damit wir ein bisschen Step-Attacke reinhauen können. Shadow Punch. Aha. Und One-Hit weg. So spielt man. Swallowed. Bleiben wir mal drin. Swallow. Ach, dieses hässliche Vieh. Fuck off. Fly. Ist auf jeden Fall Typ Gift. Was macht man gegen Gift? Ich habe kein... Oh, Body Slam. Keine Ahnung. Das hat fast gereicht. Was, Zugabe? Ah, ich kann nur... Ja, ich kann nur Fly usen. Ich use Fly. Fly, Fly, hi! Ist mir egal, du bist tot. Stirb! Bats! Dein Gesicht, du Spacken. Sauber. Und Level 40 für Pauli. Endiava, was ist Endiava? Jetzt bin ich schon wieder überfragt. Eine Normalattacke mit 5. An Attack Move that cuts down the target's HP to half the user's HP. Okay. Nö. Nur sowas bräuchte ich. Tschüss. Nö. Yay, du bist besiegt, du Spacko, Facko. Was kommt jetzt? Noch einer? Muss ich jetzt hier alle besiegen? Ach, tatsächlich. Ach, du Scheiße. Na gut. Das ist schönes Sparring vom Arenaleiter. Ratata. Oh mein Gott. Frederike. Es ist weiblich. Es ist unsere Frederike. Das heißt, das Vieh beherrscht auch Feuerattacken. Fly. Fly ist geil. Fly macht super viel Damage. Mhm. Und tschüss. Wir sind so OP. Peng. In the middle of the night, we gathering all the Pokémon we stole in front, so we could transport them, Then Clay, that old guy, found us. We had... Ist das Guy? Clay meine ich natürlich nicht Guy. Guy stand da halt. The old guy. The old guy. Das ist ein Pflanzen-Pokémon, ne? Pflanze-Gift? I don't know. Lass mal lieber wieder Fliegen benutzen, vorsichtshalber. Es sieht zumindest danach aus. Hat das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das alles gar nicht. Warum bin ich so unkonzentriert? Unfassbar ist das. Schapedo. Ein Pedo. Ha. Ah. Cut. Piu. Das reicht super. Ja, die Rauhaut hat mich gerade verletzt, glaube ich. Kein Problem. Also wirklich anspruchsvoll sind die Kämpfe nicht. I wonder why I'm getting sleeping for the reason. So, da haben wir die Hälfte schon mal besiegt. Ich hoffe, er besiegt auch die andere Hälfte, oder? Ich muss das wieder machen. Ich glaube, ich muss das machen. So ist es doch meistens. Oh, ein Alpollo, Alpollo. Oh, so ein Gengar wäre auch geil, oder? Gengar mit Donnerblitz, Eisstrahl, Flammenwurf, Hypnose, Traumfresser. Gibt so viele Sachen. Oh, das Vieh kann so viel lernen. 131 Attacke mit einem Level 41. Das ist so krass. Ah, Bock. Okay.
Jetzt kommen die schweren Geschütze. Arbok, da können wir Rexurak gegen einsetzen. Null Problemo! So. Oh, ich muss im Moment so viel trinken. Ich versuche meine täglichen 2 Liter irgendwie runterzukriegen. Und dann hänge ich die ganze Zeit an meiner Nuckelflasche. Und da sind immer so 750 Milliliter drin. Oh, was geht jetzt ab? Robbers. Roger. Machen die jetzt? Ach, die führen sie ab. Ist das die Polizei oder wie? Wie cool. Ja, genau. Und er nimmt alleine 3 Leute mit. Genau. Ja, was mit dieser komischen? Da ist ein Pokéball. Younger is in so bad. Yep. Come on and challenge my game. Oh nein, ich will nicht. Whatever. Team Plasma Ideal. Separate Pokéball. It's the same as not having Pokemon in this world at all. That bunch. Ja, was willst du jetzt? Friend, it's cold. So I'm getting out of here. Ja. Das sind nochmal wahre Worte. Es ist kalt. Wir sollten hier rausgehen. Never melt ice. Was? Was ist das denn jetzt schon wieder? Bestimmt ein Item, was Eisattacken stärker macht. An item to be held by a Pokemon. It is a piece of ice that repels heat and boosts ice type. Okay, habe ich recht gehabt. Ja, mehr ist ja nicht. Wir haben den Arena-Leiter gefunden. Yay! Hat ja nur Ewigkeiten gedauert. Ta-ta-ta-ting! So. Sauber. Wir können in die Arena gehen. Wir gehen uns aber erstmal heilen. Ich habe echt ein bisschen Angst, ne? Was? Ich meine, das letzte Level war, glaube ich, Level 40. Was der Arena-Leiter hatte. Und vor allem habe ich keinerlei Information, was das für eine Arena werden wird. Ich hoffe, ich kann da irgendwas gegen machen. Also als letztes hatten wir Elektro. Wir hatten eine Käfer-Arena. Wir hatten eine Normal-Arena. Hatten wir eine Normal-Arena? Doch, mit diesem blöden Köter. Ich erinnere mich da noch dran, dieses Scheißvieh. Oh! Und dann haben wir diese 3-Typen-Arena. Und ja, ich glaube, das war's. Was geht jetzt schon wieder ab? Clay, it's a pleasure to meet you. I'm Getzis of Team Plasma. I've come to pick up my association. Who are in your care? I don't need no thanks now. Your buddies and Fox Pokémon. Was wollen die jetzt? Ich muss mir das leider eben durchlesen, Leute. Well, that sounds real nice. If it's true, I may not talk pretty, but at least I'm an honest man. You talk real nice, but what you're saying, kinder, sounds like lying. So tell me plain, what are you trying to say? Team Plasma also has an interest in Dufferfield City. And we have many, many more members besides Wus, who I... Ja, where I can tell if you... Ja, Mann! Fine, take and give. Well then. Thank you very much. Was will der? Don't worry. Muss er jetzt kämpfen? Ich will den Kampf sehen. Sorry to let Team Plasma go after. You tracked him down, fellas. Say why don't we chair out a Pokémon Battle. Don't keep me waiting. Okay, wir sollen jetzt tatsächlich gegen ihn kämpfen. Was willst du jetzt noch? Really, don't play guy. Actually, I'm going to win my game badge in a 5-Days Factory. Achso, er geht erstmal woanders in seinen Arena-Orden verdienen. Hi, was sagst du? Welcome to the Pokémon Game. In this game, elevators are provided for your use. Du hast sicher wieder was für mich, oder? I'm sure it was dealing with all that right after you arrived here. For now, I just give you this. Yay, fresh water, so wie es immer ist. Cool. So, give me the clay. Use Boden-Pokémon. Yay! Das heißt, unser nettes kleines Wasser-Pokémon kann hier richtig schön rocken, Leute. Erstmal kommt aber Rexo. Boden-Pokémon, da können wir aber hier. Switch. Schon vergessen, so wie es aussieht. Kann ich hoch? Hallo?
Lass mich hoch. Hallo. Sag mal. Achso, ich muss runter. Okay. Oh, ich vibriere gerade, Leute. Moment, da muss ich mal eben gucken. Achso, okay. So, du willst kämpfen, ne? Jetzt kommt Boden-Pokémon. Ich sollte vielleicht unser Seemon jetzt hier hart trainieren. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, ich sollte unser... Obwohl... Sie hat ja... Rexorak hat ja auch gute Chancen mit Energy Ball. Rihorn, kein Problem. Ja, die Rihorn-Geschichte muss ich euch nicht nochmal erzählen. Das hört ihr bestimmt auch von tausend anderen von Let's Playern. Von daher, behalte ich es für mich. So. Okay. Also Erfahrungspunkte technisch ist das ja echt lame, was hier kommt. Gut. Du bist ein Bodenpunkt. Ich dachte, du bist ein Typ Drache. Egal. Dann werde ich jetzt Dragon Claw, genau. Ich hab's gewusst. Warum kommt das wie hier in der Arena? Return! Kriegen wir sogar Stepp drauf. Bats. Rauhaut. Toll. Wie sind wir eigentlich ausgelegt? Speziell oder physisch? Oh, so ein Mittelding. Zen-Kopfstoß. Wir sind aber mehr speziell. Von daher brauchen... Ne, das brauchen wir nicht, Zen-Kopfstoß. Wir haben Psychokinese. Nein. Ja. Danke. Piloswine. Piloswine. Wine. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwas anderes den noch bei... Obwohl Sean... Nein, Sean setzt sich hier ganz sicher nicht ein. Das ist mir zu riskant. Und die machen eine Bodenattacke und der ist wahrscheinlich down. Oh, das war ein guter Switch von mir. Muss ich ehrlich sagen. Hydropumpe. Bodeneis. Bauen sogar auf mehrere Typen. Super effective down. Wir hauen die Viecher hier mit einem Schlag weg. Ja, ich werde in dieser Arena wohl die Beine am meisten trainieren. Alle anderen werden jetzt ein bisschen vernachlässigt. Die kommen dann auf einer anderen Route wieder dran. Also die beiden hier. So, ich wurde auch schon gewarnt, dass das Spiel sich extrem ändern wird noch. Dass ich da aufpassen muss. Was muss ich jetzt machen? Das? Ah ne, das... Ah, da kam ich doch her. Nein, ich will runter, los! Okay. Mehrere Wege stehen hier zur Verfügung. Ich will natürlich versuchen, alle Trainer mitzunehmen, weil die Level werden wir sicherlich brauchen. Unser Girafarik wird uns noch so viel bringen, Leute. Das war echt ein Glücksfang. Und ich habe erst gedacht, ach, den benutze ich nicht. Den brauche ich nicht trainieren. Was soll ich damit? Alter, wie konnte ich so blöd sein? Also ganz ehrlich, die VM-Surfer wird mir jetzt echt gelegen kommen. Onyx. Onyx. Stirb. Man darf Onyx echt nicht unterschätzen. Erstmal diese Fähigkeit ist ganz... Ja, toll. Tolle Fähigkeit. Die Fähigkeit zu überleben mit einem KP, diese One-Hit-Fähigkeit, ist super. Und außerdem ist Onyx ein verdammt schnelles Pokémon. Man darf das wirklich nicht unterschätzen, obwohl es aus Stahl, Stein ist. Gabite, wir bleiben natürlich drin. Egal, was kommt. Ach, ein Drachen-Pokémon. Dragon Breath sollte da aber wirklich Damage raushauen. Bam! Oh, fuck. Das hat sogar fast gereicht. Und wir haben noch gar keinen Stat da drauf. Tschüss. Coole Sache. Sand Slash, wir bleiben drin. Yay! Auch nicht schlecht. Voll cool, ey. Da setzen die hier Drachen-Pokémon in der Bodenarena ein. Obwohl, ich glaube, das hat auch Bodentyp, oder? Ich bin da jetzt gerade echt verunsichert. Hätte ich vorhin vielleicht mal gucken sollen. Okay, ist Level 41. Er ist auch Level 41. Rexorak. Ich möchte hier erstmal hoch. Gucken, was hier so ist. Noch mehr Trainer. Yay! Ich will jeden Trainer mitnehmen. Die Erfahrungspunkte werde ich brauchen. Letztendlich. Von dieses Hin und Her. Hoch, runter, links, rechts, geradeaus, zurück. Du bist ein Typ Boden? Du bist ein Typ Flug, oder nicht? Oder bist du Typ Gestein? Ah, Brian, dann werden wir es wissen.
Auf jeden Fall Käfer. Jo, super effective. Das scheint ein Boden-Pokémon gewesen zu sein. Oder ein Typ Gestein. Nidoking! Das ist auf jeden Fall ein Boden-Pokémon. Und zwar ein verdammt starkes. Bodengift, Hydropumpe. Treffer! Am liebsten hätte ich gerne ein Item, was die Genauigkeit verbessert, ne? Das wäre so cool. Level 42 für Sandra. Oh, was freue ich mich auf den Citra King, Leute. So, jetzt gehen wir mal wieder zu Rexorak. Der braucht auch mal wieder einen Auftritt. Aha, was bist du? Boden? Mann, dieses Typenraten ist scheiße. Ich hätte mich schon früher mit der Gen beschäftigen müssen. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt vom Fußball. 0:1, Dortmund, BVB, BVB. Wie Brava. Oh, Drache Boden. Bleiben wir drin. Drache Boden, das ist auch ein netter Typ. Energy Ball. Wie Brava ist auch ein krasses Pokémon eigentlich. Seht ihr, es überlebt einfach mal so ein Energy Ball. Oh, aber gegen Eisattacken immer noch vierfach Schwäche. Die meisten Drachen haben ja gegen Eisattacken vierfach Schwäche. Dragoran, Brutalanda, Vibrava. Ja, da wird der Drachentyp ganz schön klein mitgehalten, muss man sagen. So, wir machen jetzt aber mal einen längeren Part, würde ich sagen. Freshwater müsste... Was soll das denn jetzt? Antidot will ich gar nicht. Wir machen mal einen längeren Part, habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Da der letzte Part ja... Oder die letzten Parts immer so waren... Ach, wir suchen mal ein bisschen. Wenn wir was finden, ist ja auch gut. Wenn nicht, ja, dann ist das so. Und keine Ahnung. Und ja. Haben wir gegen dich schon gekämpft? Scheint so. Hier können wir auch hoch. Jetzt bin ich wieder hier? Habe ich den vorhin übersehen, den Trainer da hinten? Ach nein. Ah. Okay. Da nicht hoch, das ist Schwachsinn. Wir müssen hier runter. Dum, da, da, dum, da, dum. Entweder da hoch oder... Gehen wir mal hier hoch. Was sag... Ja, nein, doch, vielleicht oder nicht. Trainers, yay! Ja, come on. Gib mir deine Pac-Man, ich will kämpfen. Let's fight now. Wir werden auf jeden Fall die Trainer hier noch alle erledigen. Oh, ein Pupita! Oh, wir werden bestimmt mit hier... Impagator, genau. Wie heißt nochmal das Weiterentwickelte davon? Ich habe keine Ahnung. Despota, genau. Despota werden die bestimmt auch einsetzen. 1507 Erfahrungspunkte. Ducktrio. Cool, ein Dicktri. Ist ja physisch eine Null, deswegen machen wir mal Return. Mudbomb. Oh. Oh, das hat so weh getan. Tu das nicht. Dann ging daneben. Are you fucking serious? Macht eine Attacke, die die Genauigkeit senkt und schon treffe ich nicht mehr. Oh, der guckt aber böse. Down. Und er will 42 für Rexorak. Coole Sache. Dornfan. Oh, Dornfan ist so cool. Oh, ich liebe Dornfan. Eins meiner Lieblings-Pokémon aus der zweiten Gen, auf jeden Fall. Energy Ball. Bärz. Und hat überlebt. Diese Fähigkeit geht mir ein bisschen auf den Schnürsenkel. Special Defense Fair. Psychokinese. Was? Eisschad? Eissplitter? Oh Gott, das wäre fast das Ende gewesen. Stirb! Kommt da noch was? Nidoqueen! Ja, können wir mit Psychokinese natürlich viel machen, aber ich wechsle lieber aus. Wir haben wenig KP, wir haben Genauigkeit gesenkt, das ist mir zu riskant. Außerdem haben wir Nidoking mit einer Hydropumpe platt gemacht, da machen wir seine Frau auch mit Hydropumpe platt. Fertig. Piu! Bats! Sauber! Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Wenn ich langsam nicht zum Arenaleiter komme, beende ich den Part jetzt gleich. Sonst wird das echt ein zu langer Part. Krass! Alter, was geht hier ab? Oh mein Gott! Ja, Leute, wir haben zum Arenaleiter geschafft. Ich werde jetzt eben ins Pokémon-Center rennen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein. Es heißt Let's Play Pac-Man Blaze Black im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Haut rein, schaut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.